Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Postecke! Yay! Ich habe mal wieder Post bekommen. Es ist das, ja, es ist lange her gewesen, seit ich das letzte Mal Post bekommen habe. Aber es gibt jetzt tatsächlich mal wieder eine Person, die mir irgendwie was geschickt hat. Und das möchte ich euch und mir jetzt vor allem an der Stelle auch nicht vorenthalten. Zugegebenermaßen ist diese Post jetzt aber auch schon wieder so ungefähr, naja, 2, 3 Wochen alt oder so, weil ich hatte zwischenzeitlich einfach keine Zeit und nicht die Muße, mich irgendwie vor die Kamera zu setzen. Aber jetzt habe ich das olle Ding endlich mal wieder ausgegraben. Gemeint ist die Kamera. Und ja, dementsprechend können wir jetzt gleich ein wunderschönes Päckchen auspacken und was ich da für Geschichten erzählen könnte, es ist unfassbar. Zunächst einmal, ja, bevor wir irgendetwas anderes sagen, ich halte kurz das Adressfeld zu, weil da sieht man die Adresse von demjenigen, der es geschickt hat. Das ist vielleicht demjenigen nicht unbedingt so recht, aber ansonsten, das ist das, was ich bekommen habe. Und ja, das ist ein, ich nehme mal an, es ist ein Schuhkarton oder irgendwie sowas in der Art und der wurde gar. Also wirklich wunderschön. Kann man nicht anders sagen. Er wurde gar wunderschön irgendwie designt und überhaupt und sowieso. Und das Lustige jetzt an der Sache ist schon mal zum einen, dass dieses Paket hier nicht direkt in mein Postfach kam, wo ja normalerweise die Post von euch hinkommen sollte, die ihr zu mir schickt. Unter jedem meiner Videos mittlerweile findet ihr ja diverse Informationen über meine Wenigkeit. Twitter und Ask.fm und Playlist-Übersicht oder so und gleichzeitig eben auch meine Postfachadresse. Das heißt, wenn ihr mir irgendwie was schicken wollt, dann könnt ihr es an diese Postfachadresse eben schicken. Und dann landet es normalerweise auch bei der Post im Postfach. Und dann gehe ich einmal in der Woche dahin und hole dann eben die Post daraus ab. So ist es jetzt eigentlich gedacht gewesen. Kurioserweise hat die Post sich so gedacht, irgendwie. Mensch, der Hering, der wohnt ja, das wissen wir ja zum Glück. Und dementsprechend haben die das direkt hier nach Hause gebracht. Was ja jetzt nicht unbedingt ein Problem wäre. Das Blöde an der Sache war nur, dass ich nicht da war, als das Paket hier ankam. Und der Postbote hat sich so gedacht, ja Mensch, dann geben wir das Paket doch einfach bei einem Nachbarn ab. Und der wird es dem Hering dann schon geben. Und ja, es hat ein paar Tage gedauert, offen gesagt aber auch nur deswegen, weil ich nicht jeden Tag hier in meinen Briefkasten gucke. Das hat ganz einfach den Grund, dass die meiste Post sowieso mittlerweile im Postfach landet und bis auf Werbeflyer und dergleichen eben nicht viel in meinem Briefkasten hier landet. Gut, deswegen gucke ich da nicht tagtäglich nach. Irgendwann jedenfalls kam mein netter Nachbar mal auf die Idee, hier bei mir zu klingeln. Und ich habe mich natürlich massiv gestört gefühlt in dem Moment. Dementsprechend habe ich die Tür nicht aufgemacht. Aber dann kam mir so ein Gedanke, nämlich so, Moment, da hatte mir noch jemand geschrieben, dass er irgendwie ein Päckchen für mich abgeschickt hätte und so. Und eventuell könnte das doch unter Umständen der Grund sein, warum mein Nachbar irgendwie bei mir klingelt. Und ich bin dann zu meinem Briefkasten gelaufen, habe den Schein rausgeholt, bin dann zu meinem Nachbar gelaufen, er hat mir die Tür aufgemacht. Und er hat breit grinsend mir dieses Päckchen in die Hand gedrückt. Und ja, das ist die ganze Geschichte dazu. Gut, ja, warum auch immer die Post jetzt mittlerweile dann, also, das machen die mal so, mal so. Also manche Dinge landen dann einfach mal im Postfach. Andere Dinge, heute zum Beispiel meine ADAC-Club-Zeitschrift, die habe ich wieder aus dem Briefkasten fischen können. Das machen die mittlerweile irgendwie je nach Gusto und nach Lust und Laune, habe ich so einen Eindruck. Jetzt bin ich nur ein bisschen überlegen, wie ich das hier am besten aufmache. Das scheint ja irgendwie Panzerband oder so zu sein, ich weiß es nicht genau. Nee. Ich hoffe, ich will das Paket halt nicht so großartig kaputt machen, wisst ihr? Weil irgendwie ist es ja schon schön. Das würde ich schon ganz gerne behalten. Eure anderen Schuhkartons, die ihr mir im Laufe des letzten Jahres, Anfang des Jahres, habt zukommen lassen, die habe ich übrigens auch immer noch. Also zum Beispiel das blutige Paket von Hellnagel und so weiter und so fort. Also. Sowas in der Art hebe ich dann doch irgendwie auf, weil das schöne Erinnerungsstücke sind und weil ich zu viel Platz habe oder so. Ich weiß es nicht genau. So, jetzt wäre es aber wahrscheinlich doch ganz gut, wenn ich hier irgendwie so mit Schere arbeite. Oder geht das auch so? Ih, ich mache den Karton ja doch kaputt. Nee. Moment. Zum Glück habe ich mich vorbereitet hier. Schnipp, schnapp. So.
Und dann gucken wir gleich mal, was in diesem Päckchen drin ist. Achso, ja, ich könnte an der Stelle schon mal sagen, von wem das Päckchen ist, oder? Weil das hatte ich jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Auf YouTube heißt sie Anna und in meinem Stream-Chat ist sie berühmt-berüchtigt unter dem Namen Anni. Und ja, berühmt-berüchtigt, ich sag dazu gleich noch was. So, wie gesagt, der Deckel geht jetzt leider ein bisschen kaputt, aber das liegt an dem Klebeband. Dafür kann ich fast nichts. Wirklich. Es tut mir an der Stelle total leid. Dup, die dup. Die dup, die dup. Die dup, die dup, die dup, die dup. Zumindest weiß ich jetzt, welche Karton. Quatsch, welche Farbe der Karton ursprünglich hatte. Nämlich Orange. So. So. Hat Wesker was zu spielen. Okay, gut. Ich mache den Karton auf und ich bin gespannt. Ist übrigens leicht, das Päckchen. Also, und wenn ich hin und her. Naja, ich hoffe, es war nichts Essbares oder was jetzt schon. Was schnell Verderbliches oder so. Das wäre irgendwie doof gewesen jetzt. Aber okay, der lacht mich schon mal einen Brief an. Und noch irgendwas anderes. Irgendwas Großes und sie hat viele. Oh Gott, und sie hat viele Sachen und da so reingepackt und ich bin gerade schwer am Überlegen, was da alles. Sie hat Watte eingepackt. Yay! Wattebäuschen, Wattebäuschen, tralalalala. Das wäre jetzt der Horror für Treasure. Okay, ja. Ich freue mich über sowas. Nur mal so. Gut. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht. Jetzt weiß ich nur nicht, in welcher Reihenfolge ich das hier. Keine Ahnung. Der Brief hier, der lag an oberster Stelle, deswegen denke ich jetzt einfach mal, dass ich das hier als erstes lesen soll. Ich hoffe an der Stelle auch, dass ich es vorlesen darf. Wenn nicht, dann kann ich die Aufnahme gleich in die Tonne kloppen. Aber das, ja, gut, wäre dann Künstlerpech oder so. Keine Ahnung. Dann schneide ich das raus. So, herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von mir, Anna, einer deiner größten Fans. Ja, ich bin einer deiner größten Fans. Und zwar der kleinste. Die anderen sind besser als ich, kennen dich länger und eventuell besser. Aber ich melde mich jetzt auch mal zu Wort, denn ich will dir jetzt auch mal was sagen, schreiben. Das klingt. Wow. Klingt auffordernd. Klingt fordernd vor allem. Video klingt. Ne. Wie du ja weißt, bist du der fischigste, lustigste, beste und fröhlichste LPer der Welt. Wenn es nach mir geht, sogar besser als Gronkh. Aber du bist noch mehr als das. Du bist eine große Kerze, die Wärme und Licht in einen dunklen, kalten Raum, wo man drin sitzt und nur weint oder traurig ist. Oh Gott. Doch du, die Kerze, gibst Licht und Wärme, dass man einfach nur lachen und lächeln muss. Du bist wie der perfekte Bruder, den man sich immer wünscht. Denn du bist für einen da. Bei dir ist man nie traurig. Man muss nur lachen. Du ziehst einen an einem großen Lagen. Du ziehst einen an wie ein großes Lagerfeuer, wo man einfach wie in einer großen Familie da sitzt und einfach nur lachen muss und man sich Geschichten erzählt. Aber ich stehe natürlich nicht mit leeren Händen da, sondern ich habe auch was getan. Ich habe eine Geschichte über dich und Wesker geschrieben, denn sowas kann ich nun mal am besten, die ich auf einer Spezialseite hochgeladen habe namens fanfiction.de. Ich habe sie mit einem Link versehen. Nicht der Link aus The Legend of Zelda Hering, ich bitte dich, obwohl wäre witzig gewesen. Der die Leser zu dir führen soll. Ach so. Natürlich habe ich sie mit reingelegt und es ist dir überlassen, ob du sie vorliest oder nicht. Ich kann noch mehr schreiben, aber dafür muss Wesker mehr in die LPs platzen. Ich hoffe, dass du mehr Abonnenten bekommst. So, Hering, ich habe meine Arbeit getan und mich zu erkennen gegeben. Ich hoffe, der Brief hat dich emotional gerührt. Bleib so, wie du bist und hau rein. Deine Anna. Anna Blub. PS, Anna Blub ist der Nickname von fanfiction.de. Oh ja, okay, alles klar. Wow. Da hast du ja die emotionale Keule aber richtig rausgeholt. Das muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Also Wärme und Licht und große Kerze, die irgendwie im Dunkeln steht und fast zu viel. Aber. Ich versuche das jetzt einfach mal richtig einzuordnen und sage das deswegen an der Stelle großes Mega-Danke. Und ich bin da immer ein bisschen vorsichtig.
Also ich weiß ja auch, dass du mir das auf YouTube schon ein paar Mal geschrieben hast und so. Und auch im Chat, im Stream und weiß der Teufel was, ne? So von wegen, ja, du bist der beste LPer und solche Geschichten. Ich bin ja immer bei solchen Aussagen ein bisschen vorsichtig, weil ich weiß, dass es auch immer so ein ganz klein bisschen natürlich Momentaufnahmen sind, beziehungsweise sein können. Und deswegen, ja, keine Ahnung. Ich habe immer so Schwierigkeiten mit solchen Komplimenten einfach, weil, ja, de facto, es gibt noch sehr viele andere LPR, es gibt noch viele andere Fische da draußen im großen Ozean und, aber, ja, wenn das in dem Moment einfach mal für dich so ist und wenn ich dich tatsächlich irgendwie durch meine Art, durch meine Videos, durch was auch immer irgendwie auf eine gewisse Art und Weise begeistern kann und wenn ich dir dadurch den einen oder anderen Nachmittag versüßen kann, dann ist es einfach schön und deswegen danke für dein überaus großartiges Kompliment hier in Form eines Briefes. Und dann bin ich jetzt an der Stelle einfach mal gespannt, was mich hier noch so erwartet. Du hast ja was von der Geschichte geschrieben. Ach so, okay. Sie hat dann hier noch Zettel reingelegt. Das mit der Geschichte hat leider nicht geklappt, dass ich sie dir ausdrucken und beilegen konnte. Sorry dafür. Ach so, sorry, der Drucker war kaputt. Okay, gut. Aber dann können wir es wahrscheinlich nachlesen, irgendwie. Extra vom Japan-Tag mitgebracht, geholt. Trotz Krücken. Sorry, dass ich es knicken musste. Zur Fanecke, dort hängen Kommentarantworten, selbstgemalte Bilder rum. Was zum Teufel? Sie hat noch irgendwas anderes beigelegt. Vom Japan-Tag? So eine Art Poster oder so? Ach Gott. Dubi-dub-dub-dub-dub-dub. Für den echten One-Piece-Fan wie meine Wenigkeit natürlich genau das Richtige. Monkey D. Ruffy. Sieht echt hochwertig und schön aus. Zwar geknickt, aber ist mir total egal. Monkey D. Luffy. Luffy, Luffy. Dankeschön an der Stelle dafür. Muss ich mal überlegen, wo ich das hier hinhänge. Wobei ich ja sowieso immer noch ein bisschen vorsichtig sein wollte, wegen irgendwas hinhängen oder dergleichen. Das ganze Thema hatte sich ja Ende letzten Jahres ein bisschen erledigt für mich, weil ich mit gewissen anderen Dingen zu kämpfen hatte. Ich hatte ja Oktober, November letzten Jahres oder so mal ein Video gemacht, wo ich eigentlich geschrieben hatte, ja, ein Video gemacht, wo ich geschrieben habe, ein Video gemacht, wo ich gesagt hatte, dass ich ursprünglich umziehen wollte. Der Plan ging dann ein bisschen nach hinten los, beziehungsweise in die Hose, weil mir da, wie gesagt, ein paar andere Dinge dazwischen gekommen sind. Mittlerweile haben sich viele Dinge wieder stabilisiert und ja, ich werde jetzt zwangsläufig hier in der Gegend bleiben müssen, in Klammern, Ausrufezeichen. ich werde mir trotzdem irgendwie versuchen, vermutlich in nächster Zeit eine neue Wohnung zu organisieren. Schon allein, damit ich irgendwie besseres Internet habe oder so. Das ist ein Hintergedanke. Der andere Hintergedanke ist, dass ich Wesker vielleicht so mal eine größere Wohnung spendieren kann, in der er sich ein bisschen mehr austoben kann. Das wäre mir irgendwie sehr recht. Und ich glaube, Wesker auf eine gewisse Art und Weise auch. Und ja, dementsprechend, wenn ich dann mal so etwas wie eine neue Wohnung haben sollte oder so, dann werde ich mir auch sicherlich einen entsprechenden Altar oder sowas einrichten. Weiß ich nicht. Hier habe ich momentan leider nicht den Platz dafür. Hallo übrigens, Wesker. Hier habe ich leider nicht den Platz dafür, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber ich habe alle eure Sachen bisher immer noch aufgehoben. Also, die ihr mir geschickt habt und so weiter. Nicht, dass da irgendeiner denkt, dass ich mich dem entledigt hätte oder so. Macht ihr auch mal ein böses Gerücht die Runde. Das ist übrigens Weskers Schwanz. Ja, nee, ich habe alle eure Sachen noch. Also, keine Sorge. Die haben einen festen Platz bei mir. Kann man so sagen. So, wo will das Kätzchen hin? Man weiß es nicht genau. Okay, und dann hat sie noch was gemalt, wie ich sehe. Ach, und du wolltest ja dran erinnert werden. Och Gott. Glupsi-glups. Na, wer weiß, woher kommt der Pinguin? Also, glupsi-glups. Du hast mal Terranigma LP geguckt, oder, Anna? Ich glaube, du hattest da zu dem Zeitpunkt noch keine Kommentare unter meine Videos geschrieben, aber das Glupsi-Glups, das deutet eindeutig darauf hin. Dankeschön für den schönen Pinguin.
Und dann hat sie noch Ludwig und Roy dort unten hingemalt. Versehen mit dem Kommentar, was machen die denn hier? Tja, die haben sich irgendwie eingeschlichen. Auf dieses wunderbare Stück Papier zusammen mit dem süßen kleinen Pinguin. Der so unheimlich süß ist. Glaubst du, glaubst. Und dann hat sie noch was total Nettes eingepackt. Nämlich zum einen einen. Ich glaube, das ist so ein Bügeldingens, oder? Ist das so ein Bügelbild? Ich glaube. So funktioniert das doch, oder? Das hatte Schnubbi doch in einem seiner Videos mal gezeigt, wie das funktioniert. Mein Name, der Hering, ein Hering-Anhänger, den ich quasi gesehen an meiner Haustür heften kann oder so, damit der Postbote immer weiß, dass ich hier wohne. Obwohl mittlerweile weiß er ja sowieso, wo ich wohne. Mittlerweile weiß er vermutlich das ganze Haus, dass ich hier wohne. Also, naja gut, okay. und gleichzeitig noch was für Wesker mit eingepackt. Kleine süße Snackstangen. Dankeschön dafür. Sind, denke ich, auch mal die richtigen. Also die sollte er essen. Ja, mein kleiner Süßer. Hast du gleich noch was zu essen, ne? Schnuppi, schnuppi, schnupp, schnupp, schnupp. Ja, ich glaube, er freut sich. Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, fällt mir immer schwer, das so ein bisschen einzuordnen. Weil ich glaube, ich bin so ein Mensch, der extrem schlecht mit Komplimenten und dergleichen umgehen kann. Und vielleicht fällt es mir deswegen auch immer so ein bisschen schwer oder schiebe ich das immer so weiter ein bisschen vor mich hin, irgendwie Post von euch zu öffnen oder dergleichen. Und ja, das tut mir irgendwie auf eine gewisse Art und Weise leid, liegt aber dann mehr oder weniger nur an mir und nicht an euch oder so. Und ja, wie gesagt, würde mich natürlich freuen, wenn ich dich auch weiterhin irgendwie unterhalten kann, Anna. Und einfach durch meine Videos und so weiter. Zwar steht in nächster Zeit jetzt nicht unbedingt ein Zelda-Let's Play an, von dem du ja scheinbar sehr begeistert warst, aber vielleicht gefällt dir ja eines meiner anderen Videos oder so, ich weiß es nicht genau. Und ansonsten sehen und, ja, sehen und lesen wir uns vermutlich irgendwie in einem Stream oder so bei Zeiten dann hoffentlich ganz bald wieder. Und ja, wie gesagt, einfach vielen Dank für dein Paket, deine Unterstützung, deinen Brief, für alles. Gut, ja, das soll es dann in dem Moment mit dem Video dann eigentlich auch schon wieder gewesen sein. Muss jetzt noch ja, ein paar Dinge vorbereiten, LP-technisch. Und dann sehen und hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder, wenn es eventuell mal wieder Post hier gibt oder ich wieder was zu erzählen habe oder so. Ich weiß nicht genau. Also, wie gesagt, danke für alles und tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.